mitgenommen oder? Doch, aber muss ja ausgepackt werden. Aufgebaut. Warte, ich wollte noch mal eine Kleinigkeit zeigen. Ich fange an. Means! Die Means ist weggerannt jetzt vor Schreck. Die verfolgt uns hier. Parken vor dem Lost Place. Ne? Ja, das macht ja jetzt hier diese Schulstühle. Die habe ich auch noch. Kannst du mal anfangen, wenn du den Tagesblock? In den Briefkästen steht leider auch nichts. Was sieht man denn hier so? Steine? Das aber alles nicht mehr lang. Nee, ja, gut. Das ist ja nur. Die Dämmung, die hier runtergefallen ist, beziehungsweise halt einfach Sauerkrautplatten. War halt früher so. So. Ja, die Gurkenkamera, die entlädt sich irgendwie vom Thomas. Die ist auch nicht so gut, finde ich. Hat auch selber schon drüber gemeckert. Was ist das für eine Kamera nochmal, die du da hast? Wie heißt die? DJI Osmo Pocket. Habe ich gerade geladen bis vor anderthalb Stunden und auf der Herfahrt hat es ohne Benutzung schon 4% Akku verloren. Gucken wir, was hier auf der Tür steht. Hast du das schon gesehen? Also doch Schule ein bisschen vielleicht. Ne? Oder irgendeine Art Schule, weil diese Stühlchen da, das sind ja eigentlich diese typischen Schulstühle. Die Firma ist übrigens aus DDR-Zeiten und die gibt es noch, die diese Stühle herstellen für die Schulen. Okay. Ich hatte auch solche Stühle. Irgendwann kamen dann moderne, aber die fand ich irgendwie scheiße. Da fand ich die damals besser. Ich fand die auch schön, damit konnte man schön kippeln. Oh, ich hab kippeln. Die Tür, die Katze kommt jetzt bestimmt rein. Das ist das Blech von der Tür. Ja, das schleift unten oder wenn der Wind weht, dann. Ja, der Wind war das. Oh Gott. Hier stehen halt einfach noch mehr solche Stühle und man kann aber leider nicht. Ich komme nicht rum, um gucken, was das da hier sein soll. Wahrscheinlich stand da mal was aufgeklebt. Naja, egal. Gehen wir mal hier weiter. Meine Güte, die Spritpreise sind ja zurzeit hoch. Man könnte denken, es sind wieder D-Max-Preise. Ja, ich musste leider auch erhöhen. Das ist so. Das wird dann halt immer. Oh, hier ist nichts. Hier sind Nägel. Ja. So, das ist ja nicht so, dass aus den Betrieben herausgeholt wird, sondern die legen das ja nur auf die Kundschaft über. Und von daher ist dieser Gedanke einfach Furz, ne? Hier, das Graffiti ist schon 10 Jahre alt. Oder älter, besser gesagt. Das sind ja schon. Ja, hier geht's mit einem Messraum weiter, okay. Okay, und jetzt sind da wieder durch. Ich habe aber gar nicht geguckt, was dort auf der Tür steht. Die Halle ist richtig gut. Das ist ja cool. Ich schätze, dass das hier so eine Lehrwerkstatt ist einfach. Ja, also das muss ich das ja mal anfangen. Ach ja, das ist hier übrigens nochmal in dem Eingang. Es ist eine Lehrwerkstatt. Also in Wirklichkeit ist es schief und ich halte die Kamera auch schief, aber. Ja. Man kann es gerade so lesen. Waschraum. Also hier habe ich eben schon reingeleuchtet eigentlich, aber ich dachte, man kommt hier gar nicht weiter. Oh, hier ist das ja. Na gut, da ist eine Trennwand. Das verstehe ich jetzt nicht ganz so. Naja, was soll's, hier waren dann wahrscheinlich Waschbecken. Übelste Heizverteilung mit Reglern eigentlich. Ne? Ich schätze mal, dass das hier so ein Mischer ist. Hier ist wieder so ein Graffiti, aber hier kann man dann auch nochmal ablesen, was es alles gab. Halle, Lüfter, Lackiererei gibt es also auch noch, Warmwasserspeicher, Boiler. Da, Wasserspeicher ohne Ende, also. Das ist richtig heftig hier. Also hätte ich jetzt von außen nicht gedacht. Hättet ihr auch gedacht, dass das hier so cool ist? Nee, also ich nicht. Also ich fand es jetzt hier schon wieder ganz interessant. Vor allem, weil man da halt so einfach reinkommt. Ja, da hinter dir zum Beispiel. Hinter dir kommt man nicht so leicht rein. Da hat jemand eine Bratwurstbude dahingestellt. Das ist hier so ein Kohlesito oder sowas. Vor 10 Jahren war das normal, dass die Lost Places so offen waren. Könnt ihr sogar gucken, wie heute die ganzen Vandalen überall unterwegs sind. Na gut, hier kann man nicht so viel kaputt machen, aber trotzdem. Was ist denn das hier? Soll das ein Wasserspeicher sein oder ist das. Also hier ist so eine Art Silo, aber das geht halt irgendwie raus. Das haben sie, glaube ich, mal umgebaut zum Entleeren.
Ja, man kann es nicht so gut erkennen. Also 100 Pro zum Räumen. Aber das geht hier in diesen Kasten rein. Aber wie das funktioniert, keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein normaler Kohleofen, den man mit der Schaufel bestücken muss. Das ist irgendwie alles so. So, es ist dann bestückt worden. Ja. So, mehr sieht man halt nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust reinzuleuchten, glaube ich. Okay, so sieht es jetzt da drinnen aus. Also, es ist eine kleine Röhre und daneben nochmal. Das ist ein Schaltschrank. Was genau hat hier diese Wasseraufbereitung eigentlich gemacht? Das ist für die Heizrohre, dass das System irgendwie halt gereinigt bleibt und sehen, was man hier noch ablesen kann. Ach so, Druck. So, Vorhang, da ist dahinter natürlich die Tür. Hier sind diese Heizlüfter, solche hatten wir damals auch noch. Und so auf der Arbeit, das ist ja ungefähr dasselbe Baustil, nur ohne Oberlicht bei mir auf Arbeit. Mittlerweile ist das alles natürlich modernisiert. Das könnte hier ein Messraum oder sowas gewesen sein. Huch. Also der Stuhl da hier sieht ja echt scheiße aus. Jetzt hätten sie den selber schon zusammengeschustert. Also hier sind etliche solche Stromverteiler. Da ist einer, wenn ich mich weiter drehe, ist hier nochmal einer. Also die müssen hier Unmengen an Strom verblasen haben. Oh, ein Feuerlöscher. Ob Thomas schon aufs Datum geguckt hat. Haha. Ja, Qualität ist natürlich wichtig. Wenn ich mich so erinnere, wir haben eine Rundschleifmaschine aus der Schweiz bekommen. Die ist natürlich dann auch dreischichtig bedient worden. Naja, bin ich doof. Wer baut eigentlich sowas? Also, die Schleifmaschine haben wir sogar noch, aber niemand will dran arbeiten. Und ich habe mich da auch leider geweigert, dass ich mir gedacht, nee. Das ist halt einfach so, die ist hydraulisch. Du kannst natürlich kannst sie freifahren. Und wenn du zurückfährst, fährst du 300stel weiter vor. Bin ich denn jetzt gelandet? Und das Rundschleifen ist auch nicht mehr unbedingt notwendig. Gibt es bessere Techniken? Also zumindest als unsere Rundschleifmaschine. Was ist denn das hier eigentlich alles? Ich brauche Licht. Beziehungsweise man kann auch mit einer Drehmaschine, also CNC und anständige Hartmetallwerkzeuge, schon Flächen machen. Ja. Jetzt werde ich jetzt mit dem Kopf schön in diese Spinnweben rein. Das sind, tja, lauter Rechenmodule, beziehungsweise vielleicht sogar Speicher oder sowas in der Art. Also ich kann es nicht erkennen, weil ich kenne mich mit sowas nicht aus. Das ist auf jeden Fall, da sind lauter Relais drauf. Und diese hier könnten, sag mal so, wenn Elektromotoren bremsen, erzeugen die ja Strom und der wird da verheizt. Bei einer Maschine ist so eine Platte mal durch, also verbrannt, irgendwie ist er dann geräuchert. Bei uns, dafür sind diese Teile wahrscheinlich entweder da oder sind Leistungsendstufen, ich weiß es nicht. Hier gibt es auch Unterlagen, mit denen ich allerdings nichts anfangen kann. Starkstromanlagen bauen, naja, oh. Also entweder haben hier die Einbrecher eine Bügelsäge hängen lassen oder die ist noch original. Könnte fast original sein, ne? Die nächste große Halle im Itze ist übrigens, habe ich vorhin vergessen zu zeigen, aber hier sind noch mehr solche Lampen, haben wir auch schon gesehen, zwei in der Brauerei. Da liegen die unten auf dem Boden und sehen, was die hier noch... Ja, oh, das Rolltor sieht lustig aus. Das ist ein Regenbogen, ein Rolltor. Ob das Original so bunt war? Nein, leider nicht. Das ist auch gar kein richtiges Rolltor, oder? Woll, oben. Oh, das ist ja so ein... Eine Halterung für Gasflaschen. Und hier draußen geht es ja noch weiter, sehe ich gerade so. Aber hier kommen wir da hin. Schweißen. Das Datum 2011 echt ist, weiß ich nicht. Das kann niemand nachträglich rangeschmiert haben. Das ist schon eher, ja. Ja, aber ich denke mal, dass da oben links und so die Sachen auf der ersten Hälfte der Tafel, die scheinen noch original zu sein. Das habe ich auch noch gelernt. Mit Löten und so ein Scheiß ist, aber. Trinkt man hier so viel hier? Ja, das könnte sogar original sein, oder? Ja.
ja, dass das hier eine Schweißwerkstatt gewesen sein könnte, erkenne ich, da hinten sind Gasflaschen bzw. Halterungen dafür. Thomas hat was entdeckt. Und hier Weizenspäßen. Also da werden halt irgendwie Sachen erklärt, glaube ich. Ja, sofern man es... Das kann man jetzt nicht mehr so richtig lesen, aber da geht es unter anderem um Fräsmaschinen. Sieht man halt noch schön die Druckluftleitung. Was ich doof finde, ist, dass der Haken so weit entfernt ist von der Kreuzung, vom Abzweig. Wenn er einen dran zieht, dann knackt es und das ist dann richtig laut. Ja, jetzt habe ich es nicht gefunden. Ja, hatte ich mich schon... Soll ich was zu übersehen? Achso, wir müssen natürlich noch Erfolgskrankheiten erwähnen, dass es hier Scheißhäuser gab und Piss war es und so was. Ja. Ganz normal. Ja, habe ich auf der Rückseite gestanden und mich gewundert, wie man hierher kommt. Hier ist so ein Waschbecken. Die anderen sind alle im Arsch. Oder weg. Frauen gab es natürlich in der DDR auch, die gearbeitet haben, Metallberufe. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier so... Ich bin jetzt erstmal ins Bild gerannt. Ja. Nicht Damen, sondern Frauen. Ah, hier. Das kennt man doch, oder? Da war ich schon mal. Und hier, die Tür ist gedämmt. Gedämpft. Und hier gibt es halt auch nichts weiter zu sehen. Oh, hier ist sogar ein schöner Heizkörper. Die ist offen, die Tür. Hier ist ein Ast gestolpert. Hier hat man alles gesehen. Ha, was ist das? Na gut, erstmal. Dann nächste Baum. Kommt man hier irgendwo hin? Ah. In die Treppe. Sehr schön. Oh, jetzt ist es aber dunkel hier. So. Jetzt was Gefährliches gemacht, hat, dann brauche ich meinen Fuß drüber, als noch jemand drüber gelatscht ist. Wasserbehälter oder beziehungsweise Wasserbeutel. Oh, zugemauert. Jetzt habe ich einen Krampf im Fuß. Gut, aber hier. Das war hier im Baumarkt, sozusagen. Wie ist das? Das Antriebselemente. So ein Elektrofachgeschäft hier, Bosch. Die Frage ist, gibt es diese Firmen alle noch? Also Bosch ja, aber das ist ein Heizungsraum, aber es ist wirklich nie. Das ist ein Gasofen. So, hier ist auch die Lampenausstattung schon moderner. Messeangebot. Mhm. Messeangebot? Ich weiß nicht, was das ja. Irgendeine Reklame. Mhm. Ach, noch den D-Mark-Preisen. Ja. Das ist so eine Frau auch irgendwie in den 90ern durch die Motoren, oder? Das im Boden eingelassene Badewanne habe ich, glaube ich, in echt noch nie gesehen. Und dann aber auch hier für Badewanne wäre man mal was. Naja, hier ist jetzt gerade Sanitärabteilung. Ne? Ach so. So, wie geht es denn in den Heizungsbereich? Das Heizungsartikel, nicht die Heizungsanlage des Gebäudes. Mit Unterlagen ganz viele. 86, 97, okay. Also hier liegen Aktenordner bis 2000. Ich wundere mich, warum hier das Wasser rausläuft. Ist das hier die Leitung, die aus der Erde kommt? Der Schaufeltafel für Rohrklemmenelemente. Und hier ist die Gasleitung. Aber ich drücke lieber nicht drauf rum. Ja. So, dann kann man nur durch so ein Gitter raus. Mal gucken. Falsche Einstellung. Es geht ja noch eine Treppe hoch, das werden wir jetzt mal machen. Hier geht's auch noch weiter. Ich befürchte. So. Verkaufsraum. Oh, in der Ecke hat jemand gelauert. Ich habe kaum gar nicht gesehen. Ja. Ich dachte, das ist hier so ein Chef-Ding, aber das ist hier der Windfang vom Eingangsbereich. Ja, das
Logo. Oh, man kann es nicht sehen, weil der Fokus nicht richtig sitzt. Hier das Logo, kennt jeder, oder? Aber hier, das ist ja cool. Aber es ist leider nicht so drin. Das hier noch original ist. 2001. Juli. Ah, gar nicht so richtig mitbekommen. Metabo. Schade, dass wir keinen Kress haben. Mein Vater hat eine Bohrmaschine von Kress, die ist schon 30 Jahre alt oder so. Leider wird es hier dunkler. Das ist auch nicht mehr ganz so schön renoviert. Oder? Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Hier steht es auch bei Juli. Das hört ja einfach ewig nicht auf hier, dieses Gebäude. Ich kann mich erinnern, also erstmal ist hier eine Wuppe. Ich schätze, dass hier ein Holzboden drunter ist. Und wir hatten auch mal so eine alte Lehrwerkstatt bei uns, die dann Möbelhaus war. Und das war halt auch wirklich so ähnlich aufgebaut, wo du da irgendwie kreuz und quer lang gehst. Und da ist die Mauer schon leicht ankaputtiert. Da fällt alles auseinander. Aber die haben sich hier echt Mühe gegeben. Das ein bisschen zu renovieren, so in den 90ern. Und hier geht's ins Schwarze. Oh, Spinnweben. Geht gleich los. Hier ist erstmal übelst alles, bevor da Spinnweben. Draußen laufen Leute lang. Ah, der Kind will hier auch rauf. Jetzt mal einfach Trick 17 und geh hier die Treppe hoch. Ja. Anstatt durch das ganze Gebäude zurückzulatschen. Ich hoffe, dass mir das was bringt. Hier sieht es ja ganz anders aus. Ach du Scheiße. Was ist hier so? Oh ja, egal. Ups. Hier ist übrigens das Gebäude, wo wir zuerst drin waren. Immer noch zu sehen. Wir sind schon höher. Hier ist hier Durchsage, Lautsprecher. Hier sieht man auch, warum diese Säulen nicht, naja gut, querbelastet werden sollen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier der Bereich dann noch als Ladentheke benutzt wurde. Textiler Tapetenabschluss. Okay. Hier ist die Feierabenduhr. Ups, ich habe auch Thomas wiedergefunden. Der Boden sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Okay, hier ist Blech. Blechplatten. Ui. Aber hier ist es halt so verschimmelt ein bisschen. Hier sind halt auch nur noch die alten Fenster. Also, was? Bullermann. So, hier hat jemand einen fahren lassen. Das Dach. Na ja, gut. Das wird uns noch überleben. Warum steht hier ein Fass? Und der Ofen, der sieht ja auch irgendwie lustig aus. Naja, Thomas, so meinst du, da ist noch was? Ja, keine Ahnung. Deswegen gebe ich hierher und guck, ne? Also ich bin keiner, der jetzt am halben Lust Place aufhört. Jetzt fällt mir das erste Mal auf, das ist ein Gasofen. Meine Güte, haben sie da ganz schön viel Gas gelassen. So sehen die also innen aus. Hatte ich noch bei meiner Oma. Was hat da hier die Gasleitung quer durch die Bude? Und der Ausgang quasi ist halt einfach an der Hauswand. Das sieht dann halt so aus. Ja. Ich kann jetzt einfach nochmal hintergehen und man kann hier aber auch richtig schön weit rausgucken. Ne? Da ist ein Schlot, aber der gehört zu diesem Heizding, wo wir waren. Und das daneben ist ja dieses Silo. Ich weiß aber nicht, wie man hinkommt. Da glaube ich damals, also ich habe da unten keinen Eingang gesehen, keine Treppe oder irgendwas.
Ja, vielleicht ist es ja besser, wenn man da nicht hingeht. Ja, diese typischen Lagerregale haben wir auch noch, glaube ich. Jetzt muss ich aber echt mal nachdenken, wo die bei uns stehen. Hier mit diesem Draht innen drin noch. Und hier diese Graffitis, die sind alle schon so alt. Das verstehe ich nicht. Da sind keine neuen dazugekommen. Also entweder haben wir mal Glück. Oder es geht hier keiner. Aber das geht hier keiner her. Boah, hier sieht's ja aus. Übel. Auch das ist ein Fahnenraum. Jetzt bin ich auf eine Röhre getreten. Jetzt war ich leicht erschrocken. Das ist auch ganz schön. Also die Röhre war schon im Arsch. War halt noch so ein Stück. Kommt alles runter hier. Ja, das sind Pappkisten. So, ja. Ja, ich hab's gewagt und bin hier durchgelatscht. Aber es sieht halt echt schon übel aus. Und hast dich hergetraut. Warst du mal hier in dem Treppenaufgang ganz unten? Da ist aber dunkel. Dann das sind halt Spinnweben, habe ich mich nicht durchgetraut. Nee, ich mich auch nicht. Thomas hat gesagt, das sind glatte Spinnweben, deswegen bin ich da gar nicht. Ja, gut. Was sind denn in den ganzen Kisten da drin? Ich denke mal nichts mehr, aber ich denke, dass das so Verpackungsmaterial war. Ja. Ist er denn in dem Stockwerk unter uns bis ganz durchgegangen? Ja. Ich habe jetzt gerade da am Fenster gestanden und da ist mir aufgefallen, dass das hier noch so ein Raum ist, den ich fast vergessen hätte. Ne?